fängt der 1. Dezember an und ich habe mir gedacht, ich öffne mit euch jeden Tag ein Türchen hier im Adventskalender. Da wollen wir mal gucken, was sich dahinter verbirgt. So, dann wollen wir mal öffnen. Und zwar hier ist das Türchen. Irgendwie will der 1. Dezember nicht raus. Ah, jetzt haben wir es. Mal gucken, was ist es? Ah, seht ihr? Eine Kerze. Wie schön. Eine Kerze. Toll. So, jetzt legen wir zu dem Rezept los. Als erstes gebe ich 125 Gramm weiche Butter in den Mixtopf. Nun kommen 200 Gramm Mehl. Eine Messerspitze Backpulver. 100 Gramm Zucker. Ein Päckchen Vanillezucker. Ein Ei. Hundert Gramm gemahlene Mandeln. So, nun kommt der Deckel drauf. 20 Sekunden, Stufe 6. So, schaut ihr Lieben, so sieht das jetzt hier aus, der Teig. Ja, jetzt werde ich einfach hier so ein bisschen was auf die Fläche geben, ein bisschen mehlen. Und ja, und dann werde ich hier solche Kipferl drehen oder Hörnchen. Und ja, den Backofen bitte schon vorheizen. So. Also bei dem Backblech könnt ihr natürlich auch Backpapier nehmen. Ich habe halt jetzt hier diese Gummi von Tupperware. Damit komme ich sehr gut zurecht. So, schaut ihr Lieben, das kommt jetzt in den Backofen bei 180 Grad für 10 Minuten. So, ihr Lieben, die Vanillekipferl habe ich jetzt aus dem Ofen rausgeholt. Ja, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder kauft ihr Puderzucker und streut es einfach drüber über die Kipferl. Ich habe schon bereits selbstgemachten Puderzucker schon zu Hause. Ansonsten könnt ihr auch 50 Gramm Zucker nehmen und das im Thermomix pulverisieren. Und dann dazu noch ein bisschen Vanillezucker. Also ich werde jetzt hier zu meinem normalen Puderzucker, werde ich jetzt hier einfach noch ein bisschen Vanillezucker dazugeben und dann gibt es noch ein bisschen Geschmack. Und ja, und das streue ich dann einfach über die Vanillekipferl. Und dann sind sie fertig. Und da werde ich jetzt auch gleich nochmal ein Foto machen und ja, das mit euch in Anführungsstrichen genießen. So, die sind jetzt ganz frisch aus dem Ofen gekommen. Und dann nehme ich hier immer sowas und fahre da vorsichtig drunter. Und legt das hier auf den Teller. Dann zerbricht das nämlich auch nicht. Und das ist, geht ganz einfach.
Ja, ihr Lieben, schaut, so sieht das aus. Jetzt werde ich testen. Lecker. Das schmeckt richtig gut. Richtig schön weihnachtlich. Ihr Lieben, schaut, wie schön das aussieht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, empfehlt mich weiter. Dann sehen wir uns morgen zum 2. Dezember. Tschüss!